kommen wir jetzt zu den NYX Lingeries. Das waren damals die gehyptesten und die ich unbedingt haben wollte, musste und wo ich ausgeflippt bin, als die in dem DM, in Ding, 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 in DM erschienen. Und jetzt sind ja wieder neue Farben entwickelt worden und auch von den neuen habe ich mir schon zwei mitgenommen. Oder waren es drei? Ich habe also insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8 von den Schätzchen. Die ganz neuen habe ich auch noch nicht ausgepackt und auch noch nicht welche von damals. Welche ich ausgepackt habe, ist zum einen dieser lilane und der nennt sich Brille. Ich muss euch ja den Namen sagen können hier, ne? Der nennt sich 02 Embellishment. Den hat, glaube ich, fast jeder. Das ist dieser hier, dieser Taupe lilane. Ich swatche euch den mal. Also die ich schon offen habe, swatche ich. Und ansonsten machen wir eine Lippenparty. Lipstick. Lipswatches Party. Die trocknen sehr matt. Also wichtig ist auf jeden Fall eine Pflege davor aufzutragen. Und ja, sonst krümmeln die auch so ein bisschen. Also die setzen sich tatsächlich ein bisschen ab. Aber das ist dann diese Farbe. Und oh, guckt euch diese Farbe an. Ist der nicht schön? Ich hole mal eben eine Schublade raus. Dann kann ich die nämlich direkt da reinlegen. So, die nächste Farbe, die ich ganz großartig finde, ist die 04 Ruffle Trim. Das ist so ein rot-orange-braun. Auch den habe ich jetzt gestern oder vorgestern sogar im Video aufgetragen gehabt. So. Seht ihr? Das ist dieser Farbton. Den finde ich auch ganz toll. Dann habe ich noch geöffnet. Oh, den fand ich auch so toll. Das ist Honeymoon. Die 01, der erinnert mich auch so ein bisschen an von MAC, kann ich euch gleich direkt sagen. Auch einer aus dieser Herbst-LE vom letzten Jahr. Und zwar Antique Velvet. Der Whirl könnte so ein bisschen wie der Ruffle Trim sein. Aber Antique Velvet ist so, ja, der könnte wirklich Ähnlichkeit haben. Müsste ich mal ausprobieren mit diesem Honeymoon. Das ist wirklich so ein schöner Braun-Taubton. Das wäre jetzt Honeymoon. So, dann habe ich noch offen Beauty Mark 05. Der geht auch in diese Richtung und den habe ich auch schon lang. Müsste ich mal viel mehr verwenden. Der ist noch schön cremig. Der ist so ganz dunkel. Der könnte auch zu diesen dunklen MAC-Tönen zählen. Seht ihr den da unten? Dieser hier. Beauty Mark. Das ist, boah, der ist so, der hat ein ganz irres Braun, finde ich. Ja, dann gucken wir mal weiter. Geschlossen. Da habe ich noch einen Nude-Ton geöffnet, obwohl das sind ja fast alles Nude-Töne. Das ist die 07 Satin Ribbon. Das ist so ein helles Creme-Beige. Den habe ich auch schon sehr, sehr oft und sehr gerne getragen. Das ist dieser hier. Ein tolles Nude. Es geht so ein bisschen in die rosa Richtung. Dann habe ich hier noch Korsett. Das ist auch so ein, das blendet euch jetzt wahrscheinlich auch. Das ist auch so ein schönes Nude Beige. Aber auch den habe ich noch geschlossen. Und das kommen die beiden neuen. Das ist zum einen die 19 Dusk to Dawn. Das ist so ein Peachy Braun. Den zeige ich euch aber noch getragen. Und dann, wie gesagt, die haben ganz viele tolle neue Farben rausgebracht. Und dann ist da noch diese hier, die ist auch ganz neu. 16 Cheeks. Cheekies. Cheekies. Das ist wirklich so ein ganz helles Peachy. Könnt ihr das so erkennen? Den finde ich ganz, 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 ganz toll. So, jetzt suche ich mir was zum Abwischen, damit wir weiter swatchen können. Ne? Nee, 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 nee. Und das muss schnell gehen, weil die Dinger halten wirklich. Den Entablishment oder wie der heißt, Entablishment, den kriegt man schon gar nicht mehr ab. Weiter geht's. Und zwar habe ich tatsächlich noch einen Liquid Suede gefunden in der Farbe 03 Lace Detail. Auch den hatte ich schon geöffnet. Der ist auch ganz, ganz, ganz wunderschön. Den zeige ich euch jetzt schnell. Oh, die sind so schön butterig. Echt hübsch. Ming, ming, ming. Das ist dieser hier. Der geht auch schon so ein bisschen in dieses Nude Peach, wie ich finde. Auch eine großartige Farbe. Ich habe mir jetzt so eine
Dings hier gekauft, so einen Kasten, wo ich das besser sehen kann alles und werde da auch noch einige von holen. Weil oftmals ist es so, dass man gar nicht so, wenn die waren ja immer in der Schublade, gar nicht so weiß, was man an Farben hat. Und dann steht man manchmal da und so tagsüber und denkt so, was mache ich jetzt für ein Lippi? Ja, und Nude, jetzt wüsste ich nicht. Dann ist das erste, den man greift, nimmt man dann. Und dabei hat man so schöne Farben, die man gar nicht so regelmäßig verwendet. Das ist echt schade manchmal. Deswegen habe ich mir jetzt diese Boxen angelegt. Zugelegt, nicht angelegt. So, und jetzt kommen wir zu meinen Schätzen. Dazu wische ich mich jetzt noch mal. Wie gesagt, da sind jetzt auch einige noch vom Store dabei. Da sind jetzt schon neuere auch mit dabei, die aber auch noch geschlossen sind. Meine Liquid Suede Lipsticks, die finde ich toll. Großartig, großes Kino, weil die sind wie die... die sind wie die NYX Lingeries, werden auch matt, aber so mehr semi-matt. Aber die trocknen eure Lippen gar nicht aus und die haben eine Farbauswahl, Leute. Also wenn ihr da mal auch was Verrückteres sucht, ach, ihr seid da wirklich, ja, aber auch die Brauntöne, ne? Ich habe jetzt zum einen hier, den habe ich, boah, so oft getragen. Das ist der LSCL, die haben Namen, 07 Sandstorm. Das ist dieser hier. Das ist so ein schönes, oh, so ein Nougat-Braun. Könnt ihr das sehen? So ein wunderschönes. Auf jeden Fall ist das hier Sandstorm. Jetzt hat er ja schon endlich die Babys geholt. Jetzt haben wir ein bisschen Ruhe. Ist das nicht eine tolle Farbe? Und guck mal, der wird auch relativ schnell matt, aber der hängt, oh, der ist so schön, ne? Ja, als nächstes, schön wieder schließen, ne, damit der nicht umkippt, habe ich aus, der ist so mehr so ein rotbraun Nude-Ton. Und zwar ist das hier der Soft Spoken. Das ist auch so mit einer der beliebtesten Alltagsfarben, würde ich sagen, die man wirklich super verwenden kann. Aber, oh ja, der geht so schön ins Rotbraun. Dann habt ihr jetzt gleich direkt mal den Vergleich daneben. Seht ihr das? Wirklich wunderschöne Farben. So, dann habe ich hier, das ist die Farbe Vintage, die LSCL12. Vintage Retro ist so ein, ja, so ein dunkles Rot. Seht ihr das? So ein ganz außergewöhnlich. Also wie gesagt, die sind schwer zu beschreiben, weil die einfach total außergewöhnlich sind, die Farben. Und den swatche ich euch. Der geht so, oh ja, in so ein Weinrot. Weinrot, lila. Der sieht auf jeden Fall mega, mega elegant und edel auf den Lippen aus. Das ist dieser hier. Die lassen sich auch super schön auftragen. Gar kein, ach, super. So, dann habe ich hier, genau, jetzt kommen wir zu dem roten. Der ist mehr so, der Retro ist, seht ihr ja, so ein lila, ne? Ja, lila, rotbraun. Jetzt kommen wir zu dem Cherry Skies. Den habe ich einmal getragen und Hammer. Den swatche ich jetzt hier oben über den braunen. Da seht ihr auch, dass der so richtig ins Rot geht. Also so blutrot. Cherry Skies, seht ihr das? Der ist wunderschön, der ist total edel. Dann kommen wir zu einem etwas humaneren Ton. Den habe ich noch relativ neu. Das ist Tea and Cookies. Den hatte ich auch schon bei einem Video drauf, wo ich gefragt worden bin, glaube ich, und auch schon auf Insta. Das ist dieses hier. Dieser. Also in der Verpackung wirkte der Altrosé. Und ich dachte auch, das wäre so ein Altrosé. Aber der wird schon ganz schön pinkig. Ich zeige euch das. Aber immer noch so in die Nude-Richtung und immer noch alltagstauglich und wirklich wunderschön. Also die Suede finde ich sogar noch einen Tacken besser als die Lingeries. Da ist der. Wunderschön. Wunderschön. So. Jetzt kommen wir. Ach ja. Zu den etwas ausgefalleneren Farben. Ein paar habe ich noch verpackt, leider. Aber die sind auch noch ganz neu. Zum einen, den habe ich auch schon mal getragen. Kommen wir jetzt zu Orange County. Das ist aber wirklich ein Knallorange, wie ihr sehen könnt. Und für den Sommer. Bombe. Auch bei dem habe ich vorhin überlegt, weil ich ja so orangelastig mein Augen-Make-up heute gewählt habe. Aber dadurch, dass da auch Pink bei war und ich unbedingt einen von diesen neuen Metallic-Lipsticks ausprobieren wollte, der immer noch schön ist, wie ich finde. Auch vom ganzen Babbeln und trotz Kaffee trinken. Das Orange County. Wunderschöne Farbe. Dann ja, dazu habe ich mir, wie gesagt, ja auch den Lip Liner jetzt gekauft. Ist der Stone Fox. Den kennt viele, also das ist so wirklich so eine Farbe, wo man sagt, entweder liebst du die oder du hast die. Das ist genau wie bei MAC Stone, geht ja auch in diese Richtung. Und ich liebe diese dunklen Töne, ich feiere die wirklich.
Weil je nachdem, was du anhast, finde ich die super, super edel. Mac Stone ist ja so ganz dunkles Graubraun und der Stone Fox von NYX, der ist ja wirklich grau. Der ist ja wirklich richtig, richtig anthrazitgrau, aber mega. Das ist dieser hier mit einem bläulichen Unterton. Guckt euch das an. Und jetzt stellt euch dazu mal vor, komplett schwarze Kleidung, vielleicht eine Lederleggings irgendwie und dann so ein Gehrock, diese ganz langen Bläser, früher nannte man das Gehrock, ich weiß nicht, ob man das immer noch nennt, so ein bisschen wie so eine, sowas suche ich noch, so ein Gehrock, der tailliert ist, mit so dicke, große, goldene Knöpfe und dann, ja, schöne High Heels und einen strengen Zopf, diesen Lippenstift, Fake Lashes, weißen Eyeliner und das war's. Wow. Mega, mega. So, dann kommen wir zu dem, der ist geil. Den habe ich mir auch bestellt, da gab es den hier noch nicht und jetzt, ne, bekommt man ihn aber auch schon. Das ist Jet Set. Jet Set sieht in der Verpackung aus, so ein bisschen wie Amethyst. Also als die beiden kamen, ich gedacht, jetzt in der Kamera kommen die Farben richtig raus. Aber wenn man die so hier so hält, ne, seht ihr ja? Jet Set ist ein richtig geiles Blau. Habe ich noch nie verwendet, aber der ist ja geplant für diesen speziellen Look, wo ich auch das Glitter für haben wollte. Wo swatche ich den jetzt? Den swatche ich mal hier oben hin. Und auch, das ist natürlich eine ganz ausgeflippte Farbe. Meine Mutter wird umfallen. Joshi macht ja sowas super gerne mit. Der ist ja dafür, ne? Er sagt ja, er mag das ja, wenn ich so außergewöhnliche Sachen mache. Den Lippenstift findet er jetzt wawawum. Klar, weil jetzt war das hier, ne? Sonntag und so. Aber es war jetzt auch fürs Video und den kannte er noch nicht. Also das ist Jet Set. Jetzt guckt euch die Farbe an. Und davon habe ich ja, wie gesagt, auch Lip Liner und diesen Eyeliner. Ne? Diese Vivid Brights. Und oh, so hatte das Mädel die Farbe drauf. So richtig breit und das sah so gigantisch geil aus. Ne? Ja, dann kommen wir zu Amethyst. Amethyst ist so ein, wie man schon sieht, so ein Lila, aber ein dunkles Lila. Jetzt kommt nämlich noch ein Lavendel-Lila, den habe ich nämlich auch noch. Ihr seht schon, die Liquid Suede haben es mir angetan. Generell die NYX Lippenprodukte. Aber die Liquid Suede sind schon extrem. Wobei die beiden neuen Lingeries, da freue ich mich drauf, wenn ich die jetzt ausprobieren kann. Die sind halt mir alltagstauglich. Und die Liquid Suede, klar, das ist auch der ein oder ja, manche, ja, ein oder zwei alltagstaugliche sind da, wie ja auch, habe ich ja auch alltagstaugliche dabei. So. Bei den NYX Suede sind nicht ganz so viele so alltagstauglich und nudig wie bei den Lingeries. Deswegen sind die Lingeries nicht schlechter. Wer nur nude mag und so dezent, der orientiert sich mehr da. Aber wer dann auch mal so ausgefallen haben will, das ist jetzt hier Amethyst. Ja, seht ihr das? Die haben eine Farbauswahl, ne? Jetzt kommen wir zu diesem helllilanen Lavendelton. Das ist Sway und das ist dieser hier. Und auch dazu habe ich ja ein Vivid Bright. Jetzt kommt Sway. Oh, die Decken so. Ah, Leute, ey, ich habe da jetzt nur einmal drüber gepinselt. Die sind nicht nur hammerdeckend, das ist Sway. Die geben so eine geile Farbe ab. Die trocknen so schön an. Und die sind so farbintensiv und die halten so lange, ne? Wahnsinn. Jetzt wird es auch ein bisschen krimineller. Und zwar ist das Little Denim Dress. Ist auch ein jeansfarbener Ton. Wobei, wenn man den hier so sieht, ist es mehr so ein Türkis, ne? Mint. Little Denim Dress. Den zeige ich euch jetzt auch. Oh, ich liebe diese Farben. Ich liebe so, oh, so. Auch wirklich so nudige. Oh mein Gott. Und dann so, bababum, Lippenfarben. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Der wäre jetzt für den Sommer mega geil gekommen, finde ich gerade im Sommer. Aber ich finde solche Farben. Hier sind die ja schon doof am Gucken, wenn ich sowas trage, ne? Weil das ja hier in Essen schon sehr ländlich ist. Ne? Aber wenn ich jetzt mir vorstelle, wir ziehen da hinten in die Fallen um. Egal, egal. So, und dann habe ich hier einen, den habe ich noch nicht ausgepackt. Der ist auch aus dem Store. Den habe ich mir auch neu geholt. Das ist Life is a Beach. Den hatte ich mir jetzt auch für den Sommer geholt. Der ist so ein peachy pinky. Auch so ein bisschen wie von MAC. Dieser. Welchen habe ich denn da gehabt? Habe ich dieses Jahr viel zu wenig getragen, diese MAC Lippies. Dann werde ich jetzt im Winter mal Gas geben mit den bunten Farben. All Fired Up kommt so ein bisschen dahin. Ja, All Fired Up würde ich sagen. Und Impassioned. So, ja. Den zeige ich euch dann auf den Lippen. So, dann habe ich mir auch aus dem Store einen ganz, ganz tollen braunen Ton geholt.
Der erinnert mich auch so ein bisschen an Mac Stone, wobei der mehr noch in die Grauphase geht. Aber der ist nicht so grau wie Stone von NYX. Das ist die Farbe Downtown Beauty. Und jetzt guckt euch dieses Braun an. Ella, Ella. Und dann Fake Lashes oder ganz extrem getuschte Wimpern und einen goldenen Eyeliner. Yes. Also ich bin gespannt. So, von den NYX habe ich da jetzt noch einen? Nö, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Nö. Von denen habe ich jetzt keinen mehr. Also das ist jetzt die Auswahl, die ich hier habe, außer die beiden, die ich jetzt noch geschlossen habe, die ich euch dann gerne auf Lippen zeigen würde. Das packe ich jetzt mal weg. Schnick, schnick, schnick. Der will nicht. Was ist denn das jetzt? So, kommen wir jetzt zu den NYX Metals, wie dieser hier. Das ist einer von denen. Die gibt es auch im DM, aber auch im Store. Ich habe mir jetzt zwei, glaube ich, damals oder drei im DM geholt, noch nicht geöffnet, weil sich einfach das nicht ergeben hat. Wie gesagt, mir ging es ja schlecht und da hatte ich halt keine Böcke, was auszuprobieren oder zu swatchen oder irgendwas. Und den lilanen habe ich mir im NYX Store gekauft, glaube ich. Oder lila pink, Fuchsia. Fuchsia würde ich sagen. Der heißt auch Fuchsia. Das ist also Fuchsia. Und Leute, ich muss mal meine Swatches abnehmen. Also den, den ich jetzt geöffnet habe, zeige ich euch jetzt. Als ich den gerade, ich bin ja ehrlich, als ich den gerade aufgetragen habe, ne? Ich mache den so auf. Der war auch noch verschweißt. Wie gesagt, ich bin da, ne, heute ganz First Impression und so. Und dachte, mal gucken, ne? Weil als ich die im Laden gesehen hatte, da habe ich schon gedacht, wow, der eine oder andere ist schon krass, ne? Und ich hatte mir aber zuvor, wie gesagt, beim DM schon welche mitgenommen. Und die waren auch mega krass. Zum Beispiel habe ich mir beim DM damals mitgenommen, Out of This World. Leute, jetzt haltet euch fest. Ein Grün. Ein Grün. Ja, ein Tannengrün. In Metallic. Den habe ich noch nicht getragen, wie ihr seht. Der ist noch verschweißt. Den werdet ihr aber zu sehen bekommen, denke ich, bei meiner Lippen-Swatch-Party, wenn ihr die wollt. Und ich hatte mir im DM gekauft Celestial Star, ein blau-lila. Boah, das sieht bestimmt auch hammergut aus. Und zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, wusste ich noch nicht, wie geil die sind, ne? Und ich glaube, das waren sie auch. Oder habe ich mir da noch den hier gekauft? Ne, den habe ich mir im Store gekauft. Ich muss mal gucken. Da habe ich den hier, habe ich im Store, ne? Da ist dieser andere Aufkleber drauf. Speed of Light. Das sind jetzt die aus dem Store. Da habe ich einmal Speed of Light. Das ist so ein, oh, der changiert. Rose Gold. Ich weiß nicht, ob ihr das so erkennen könnt. So, Rose. Nein, der hat blendet. Auch weil der diese Folie noch dran hat, ne? Rose Gold. Wunderschön. Und dann habe ich mir geholt, das ist so ein Kupfer, Rot, Gold. Das ist jetzt die Farbe Crystal Ice Metal. Der ist so Kupfer. Seht ihr das? Kupfer, Bronze. Der ist bestimmt auch wunderschön auf der Lippe. Ah, ja. Brauche ich ein neues Kästchen. So. Kommt dann hier rein. So, und dann hatte ich mir jetzt gekauft im Store noch, auch wieder was ganz Ausgefallenes, Comet's Tail, das ist so ein, ich glaube, ich mache lieber so. Also der sieht jetzt so bläulich aus, aber der ist grünlich, so ein Türkis. So, der sieht bestimmt total hammer aus. Und dann noch ein Gold, und zwar Metropolitan Night. Und guckt euch den mal an. Ist das nicht geil? Ist das nicht geil? Könnt ihr das so erkennen? Boah, Leute, ey, wenn ihr das auf den Lippen macht. Ich habe ja von Colourpop, von diesem Metallic, auch so ein paar. Die habt ihr auch noch gar nicht gesehen. Ja, wie gesagt, ich habe ja viele Videos nicht gedreht, Sachen bekommen und, ne? Und den, den ich heute trage, den ich euch auch swatchen werde, weil der halt schon geöffnet ist und den ich ja heute, ihr seht ihn ja, auf den Lippen. Und der hält echt super. Guckt euch das mal an. Ich habe jetzt schon ganz viel Kaffee getrunken, ganz viel gebabbelt. Und der schimmert. Ich habe den also, wie gesagt, vorhin aufgemacht und dachte, jo, bin mal gespannt, ne? Weil,
Von Colourpop. Colourpop sind ja matt, ne? So, und auch metallisch. Aber der hier, da kommt da, ich zeige euch das mal, der macht so, so plupp. Da kommt da schon so viel Produkt raus. Und ihr müsst da wirklich ganz vorsichtig mit auftragen. Boah, Leute. Butterweich. Und wie gesagt, der hält super. Guckt euch das mal an. Seht ihr diesen Schimmer? Seht ihr das? Und das haben die, das habe ich nicht mitgenommen. Ich könnte mich jetzt so ärgern, auch als Eyeshadow. Sowas. Und davon habe ich noch gar keins. Ich hätte wenigstens eins mitnehmen sollen zum Probieren. Aber nein. Aber wunderschön. Aber wie gesagt, da ist ja noch nicht aller Tage Abend, ne? Das war ja nicht das letzte Mal, dass Dani bei NYX war, ne? Oder bei DM oder so. Ich, wie gesagt, guckt euch das mal an. Guckt euch das mal an. Jetzt versuche ich den abzumachen. Und hier ist auch noch der Stone drauf. Meine Hand tut schon weh. Ich kriege bestimmt morgen alles blaue Flecken vom Rubbeln. Ja, Produkt geht nicht ab, würde ich sagen, ne? Oh je, und dann möchte ich eine Swatch-Party machen? Wie soll ich den denn abmachen? Neigen wir uns langsam, aber zügig dem Ende. Ich bammel schon wieder, was das Zeug hält. Und wie gesagt, wieder nur Lippenprodukte, ne? Wir nähern uns jetzt der Kategorie NYX Soft Matte Lip Cream. Die kennt ihr alle. Die sind auch ganz, ganz toll. Und ich war so froh, als es auch die endlich hier gab. Da habe ich ja, sind ja mehr so eine natürlichere Töne. Da habe ich mir ausgesucht. Und zwar, wo sind denn da die Farben? Haben die keine Farben? Haben die nur Nummern? Doch, die müssten doch Farben haben, oder? Hier. Buenos Aires. Jetzt muss ich darüber das Glitzer drüber machen. Das ist so ein schöner Pfirsich-Peachy-Ton. Und matt. Aber sehr, sehr schön. Guckt mal. Auch sehr schön auf der Lippe. Fühlt sich super angenehm aus. Super angenehm an. Ist so ein Semi-Matt. Und so richtig schön peachy. Mag ich sehr. Für den Alltag auch Bombe. Jetzt muss ich mal hier gucken, dass ich hier mir hier nichts. Die müssen ja alle wieder hier rein, ne? Wo tue ich euch denn hin? Da kommt ihr hier hin. So. Dann habe ich davon die Farbe Cairo aus so Peachy Nudie. Als die rauskam, war ich auch hin und weg. Wie gesagt, die kam ja so ungefähr mit den NYX Lingeries. Da gab es noch gar nicht, also da war noch gar nicht die Rede von den Metals und so, ne? Oder von den Liquid Sweden. Die hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Das ist Cairo. Super Nude Ton. Da bin ich auch fast nur in der Nude-Richtung geblieben. Dann schon in diese Braun-Richtung hier. Abu Dhabi, sehr bekannt, kennt viele. Auch ein wunderschöner Braunton. Jetzt wird sich der eine oder andere denken, wann will die Gute das alles aufbrauchen? Die kippen mir doch bestimmt alle um. Zumal es ist ja nicht das Einz das sind ja nicht die einzigen Lippenprodukte. Ich habe ja massig noch von Maybelline, weil ich die Maybelline-Lippenstifte eben auch so großartig finde. Und L'Oreal und MAC sehr viel. Wir werden sehen. Ich werde sie auf jeden Fall aufbrauchen. Und wenn nicht, dann himmel ich sie einfach nur alle an. Das ist jetzt Abu Dhabi. Und wenn einer kippt, ja gut, dann ist das eben so. Dann ist es auch mein Problem. Ist zwar schade, dann heule ich eine Runde und hol mir den irgendwann wieder neu. Das ist so mit uns Süchteln. Dann habe ich hier noch Stockholm. Stockholm. Auch wunderschön. Stockholm. Der ist mir so, ja. Peachbraun, oh, der ist echt auch schön. Den habe ich schon lange nicht mehr verwendet. Weil ich momentan einfach mehr so auf so Wum-Wum-Wum-Farben abfahre. Oder diese NYX Lingeries, wie gesagt. Ja. Dann habe ich hier noch so einen Rosaton. Wollte ich wahrscheinlich auch mal was Rosafarbenes haben. In der Farbnuance Istanbul. Den kennen auch bestimmt viele. Das weiß ich, davon haben auch schon ganz viele gesprochen. Istanbul, Konstantinopel. Istanbul, Konstant. Oh, das ist sehr schön. Tipps. Das wäre der obere. Sehr, sehr geil, die Farbe. Sehr, sehr, sehr schön. Den hätte ich auch mal öfter rausnehmen sollen. Und dann habe ich hier noch Antwerp. Antwerp ist dieser. Der geht schon mehr so ins Orange. Ja, so ins Rosa, ne? Rosa, Peachy, Rosa, Peachy. Ja. Pinky. Rosa Beachy Pinky. Den mache ich jetzt mal neben Istanbul, Konstantinopel. Das ist dieser hier.
Sehr kräftig eigentlich dafür, ne? Wenn man so den Vergleich mit den anderen hat. So, dann gucke ich mal, ob ich noch einen habe. Nope. Oder das hier. Doch, dann habe ich noch die Farbe São Paulo. Auch so ein Soft Matt. Der ist ja wirklich schon mehr ins lila-stichige, lila-pinkig. Aber ihr seht, da ist auch noch Folie dran. Deswegen lasse ich den auch noch zu. Und das sind meine Soft Matten, glaube ich, gewesen. Jupp. Dann kann ich die jetzt schon mal wegräumen. So. Und dann habe ich noch von den Butterglossen welche. Auch noch verschweißt. Das ist die Farbe Eclair, weil ich da irgendwie angefixt worden bin. Das ist ja auch so mit einer der gehyptesten. Und den habe ich noch zu. Finde ich aber großartig, weil ich nämlich, wo ist er denn? Da. Die Farbe schon offen habe und die schon ganz oft verwendet habe. Das ist Creme Brûlée. Und finde ich ganz toll. Diese Butterglosse sind auch. Da gibt es ja noch diese extrem Butter-Butter-Dinger, ne? Die habe ich auch noch nicht einen von. Alleine schon, weil ich aus jeder Rubrik einen brauche, muss ich den haben. Muss ich mir die mal genauer angucken. Das ist jetzt, wie gesagt, Creme Brûlée. Guckt mal. Der ist für einen Lipgloss. Der ist erstmal sehr pflegend, fühlt sich super an auf den Lippen und aber auch sehr farbintensiv, ne? Ganz toll. Ja, und dann habe ich mir seit neuestem gekauft, weil ich gesehen habe, wie farbintensiv der war. Und der gefiel mir super gut. Das ist auch so ein Buttergloss. Ja, alles Buttergloss. Ach nee, das ist ein Intense Buttergloss. Genau, es gab intense und normale Butterglosse. Das ist jetzt ein Intense, deswegen wahrscheinlich so stark pigmentiert, aber auch noch geschlossen in der Farbe Berry Strudel. Berry Strudel ist wieder dieses Lila. Wenn ihr das so, wie gesagt, aufgetragen sehen wollt, sagt mir Bescheid. Oder aber guckt gerne nach auf verschiedenen Blogs oder Instagram. Einfach nur Hashtag Berry Strudel Nyx Intense Buttergloss. Findet ihr sofort. Da gibt es 1000 Bilder von. Und dann habe ich noch ein Butter Lipstick. In der Farbe Candy Button. Aber ich glaube, den habe ich geschenkt bekommen. Den habe ich mir, glaube ich, gar nicht selber gekauft. Den hatte ich auch schon ganz oft drauf. Der hat auch so eine schöne PG-Farbe. Der trägt sich super. Ja. Wo ist er jetzt? Da unten. Dieser hier. Und welche ich mir aber noch tatsächlich selber gekauft habe, sind zwei matte, wie heißen die? Rouge Lavea matte Lipsticks. Das sind diese mit der schwarzen Hülle. Da habe ich ausgepackt Butter und den habe ich auch schon sehr häufig verwendet. Das ist dieser Farbton, den ich auch ganz, ganz großes Kino finde. Wo swatche ich dich, mein Schatz? Die fühlen sich auch super an, halten elendig lange. Also davon könnte man sich auch schon wieder mehr zulegen. Das ist diese Farbe. Auch schon in Richtung Honeymoon, ne, finde ich. Und MAC Stone. Ja, schon diese Richtung. Also sehr, sehr, sehr schön. Und davon habe ich noch einen in diesem ganz gehypten Rotton. Da hatten die mal eine Zeit lang alle von gesprochen. Den habe ich aber noch eingeschweißt. Das ist die Farbe Sirene. Sirene oder Sirene. Das ist so ein dunkelweinrot, lila. Könnt ihr das sehen? Fast schwarzrot. Der ist auch super, 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 super schön. Den hatte ich, wie gesagt, schon auf diversen Blogs gesehen und auch wo es dann so gehypt wurde. Jetzt packen wir das Schätzchen hier mal so ein. Das wären die, die ich auch noch davon habe. Und die zum guten Schluss mal was ganz anderes als nix. Wollte ich euch zeigen. Bin ich bei MAC fündig geworden. Ich swatche mal eben die Dinger hier ab. Ich mache mal eben die Dinger hier ab. Und zwar einen Lippenstift hatte ich euch, glaube ich, schon in dem DM-Haul gezeigt. Ersten oder zweiten Teil. Da war ja 20% auf MAC-Produkte. Und da habe ich mir drei Lippenstifte gekauft, weil zum einen war das der von Caro Dauer. Den fand ich auch so schön. Wie gesagt, ich habe eine Klatsche mit Lippenprodukten. Das ist ein geiler orangebraun Rostton. Den hatte ich ja, wie gesagt, schon auf den Lippen. Den swatche ich euch auch mal. Der sieht auch so schön aus. Das ist auch so meine Farbe. Also wenn entweder so ausgefallene, ne, für was Spezielles, was Besonderes, mal so zwischendurch. Aber so in erster Linie Brauntöne. Ich liebe Brauntöne. Auch gerne dunkle Brauntöne. Ne? Das ist dann so. Oder halt ganz helle Nude-Töne. Das ist der von Caro Dauer. Ist der nicht hübsch? Leute, ich finde den so schön.
Der typische Vanillegeruch von Mac. So, dann wollte ich unbedingt mal haben Costa Chic. Den hatte ich nämlich noch nicht. Ich hatte mir vor kurzem erst noch gekauft. Den hatte ich nämlich auch noch nicht. Moment, wo ist er denn? Den finde ich auch sehr schön. Kein das Sexy, den hatte ich nämlich auch noch nicht. Und das sind ja so die Bekannten. Deshalb musste auch noch Costa Chic her. Den kennt ihr alle. Also da brauche ich euch ja nicht viel zu erzählen. Eine wunderschöne Sommerfarbe. Den könnte ich zum Beispiel jetzt auch gut verwenden. So in der Abendsonne sieht der bestimmt schön aus. Oh. Weil der von Caro Dauer ist matt. Und ich liebe ja die matten Finde. Dieser Costa Chic hat ja auch mittlerweile Leder. Glaube ich. Gehört zur Sammlung. Und dann habe ich mir noch mitgenommen Rio House. Auch ein etwas außergewöhnlicher Lippenstift. Habe ich so auch noch nirgendwo gehört. Müsste auch matt sein, oder? Ja. Rio House hatte ich jetzt schon 2-3 Mal getragen. Sehr außergewöhnlich, wie man sehen kann. Der wirkt jetzt in der Kamera orange. Ist er aber nicht. Der ist ganz leicht peachy. So ein schönes Nude Peach. Und Leute, seht ihr das? Der ist ganz, ganz geil mit einem schönen braunen Lip Liner. Den habe ich jetzt die letzten Tage schon echt sehr oft drauf gehabt. Auch wenn ihr so ein bisschen gebräunt seid oder überhaupt gebräunt seid und dann so ein Lippenstift. Sensationell. Sensationell. Jo, und als Goodie habe ich mir dann irgendwie Parfums ausgesucht und eine MAC Strobe Cream. Diese hier habe ich als Goodie mir ausgesucht, weil die wollte ich gerne mal testen, ob ich mir die im Original auch zulegen werde. So, ihr Lieben, somit sind wir durch. Ich glaube, 2 Stunden oder was, gefühlt auf jeden Fall. Boah, die MAC Lippies, ne? Tolle Farben, oder? Ja, ich teile das Video, weil sonst ist es zu lang. Ich könnte euch jetzt noch 3 Sachen eben zeigen. Machen wir auch, wo wir gerade dabei sind, ne? Wir vergeuden ja keine Zeit. Es ist doch die neue SILE draußen, ne? Ja, und wie ihr ja wisst, bin ich auch ein Essie-Fan und habe auch wahnsinnig viele Lacke. Und ich muss nicht immer alle LEs haben. Die Sommer-LE hatte ich euch im XXXL-Haul gezeigt. Davon hatte ich mir auch 3 mitgenommen gehabt. Das waren ja diese hier, ne? Diese ganz knalligen Neontöne. Und jetzt kam ja diese Nude LE raus, Wild Nudes, und ich hatte irgendwie die gar nicht so auf dem Schirm. Und dann Instagram, ne? Jeder zeigt dir plötzlich davon einen Lack und ich habe gedacht, ich fall um. Ich habe sicherlich auch so diese Nude-Richtung-Töne, die gab es ja öfter mal in SILEs, aber diese SILEs, der Hammer, ich hätte am liebsten alle. Aber mein Schatz hat mir jetzt einmal mitgebracht Exposed, das ist dieser schöne Olivton, guckt mal, ist der nicht stark, gerade für den Winter und dann mit diesen braunen Lippenstiften oder Peachy. Und dann dieser lila Winning Strack, lila-blaue, wirklich auch ganz außergewöhnlich. Das ist, also in der Kamera sieht er jetzt auch lila aus, aber der ist mehr so lila-grau-blau, ganz außergewöhnlich. Und ich wollte unbedingt haben den Without a Stitch, das ist ja so meins, ne? Natürlich hätte ich auch gerne noch die anderen und vor allem den Namengeber, aber die gab es nicht mehr. Jetzt bin ich ein bisschen traurig und hoffe, dass ich die nächsten Tage noch 1 oder 2 Stände sehe, wo ich die vielleicht noch bekomme. Da war noch dieser rotbraune Nude-Ton, den ich gerne gehabt hätte, aber auf jeden Fall den Namensgeber, weil ich immer von, wenn ich mir eine LE kaufe, immer die Namensgeber noch haben möchte. Genau, so, Leute, wir sind durch. Fertig mit die Welt. Ihr wahrscheinlich auch. Und ja, also wie gesagt, lasst es mich wissen, wenn ich den einen oder anderen mal auftragen soll oder ob ich eine Swatch-Party machen soll, wobei die wirklich wahrscheinlich extrem wird. Also wenn ihr da spezielle Farben sehen wollt, die ihr vielleicht im Internet gesehen habt, aber mal auf Lippen aufgetragen sehen wollt oder so, lasst es mich wissen. Schreibt mir das in die Kommentare, generell, was ihr sehen wollt. Und dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich hoffe, ich konnte euch so nix wieder ein bisschen näher bringen. Und ja, ich freue mich über jeden Scheiß. Also ich bin, Scheiß in Anführungsstrichen, ich bin da so in love mit den Klamotten. Ihr seht es ja selber, ich bin richtig glücklich im Moment. Nicht nur wegen dem Umzug, es harmoniert alles. Ich kann mich da richtig ausleben. Wisst ihr, wie ich meine? Und wenn wir dann erstmal da oben wohnen und alles endlich fertig ist und ja, ich dann auch Zeit habe für YouTube und ich kann dann jedes einzelne Teil aus, bin ganz in Ruhe, ohne Nachbarn, ohne dass einer mich ständig stalkt oder Krach macht oder irgendwas. Ich freue mich so. So, ihr Süßen, dann danke ich euch schön nochmals und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Passt schön auf euch auf und ich hoffe, bis ganz bald.
Knutsch, eure Dani. Tschüss.